Schon seit Jahren ist er der Top-Journalist. Seine Leidenschaft? Geheimnisse aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen. Der Investigativjournalist Peter Ott. Vielen Dank, auf Wiederhören und einen schönen Tag, ja? 30 Jahre Nordberliner Werkgemeinschaft, das ist natürlich ein tolles Jubiläum. Und sehr komplex auch die Internetseite mit den verschiedenen Bereichen, die die NBW hier abdeckt. Und ich wäre nicht ein guter Journalist, wenn ich das nicht recherchieren würde, ob das wirklich so ist. Und das sollte Teil einer brisanten Recherche sein. Peters erster Geheimeinsatz. Die Logistikabteilung in Französisch Buchholz. Hallo? Hallo? Na? Aushilfe? Puh, der erste Kontakt ist schon mal gut gegangen. Und diese Kleidung wird Peter helfen, nicht aufzufliegen. Mensch, das ist ja das volle Programm. Ja, würde ich dich bitten, einmal umziehen? Ja, zieh mich erstmal um. Und dann starten wir in den Tag. Geht es los. Ja? Aber wie in den Winter. Danke. Bitteschön. Dreizehn Menschen arbeiten in der Abteilung. Ob Peter hier etwas aufdecken kann? Kühles Unternehmen hier. Ja. Schönen guten Tag. Und jetzt hallo. Sind deine neuen Kollegen. Einmal der Uwe, einmal der André. Der Uwe, André. Ja, neuen Kollegen. Ich bin der Peter. Bei diesen Temperaturen sind doch nur Eisbären unterwegs. Aber nur so bleibt das Essen lange frisch. Ob Naschkatze Peter hier widerstehen kann? Mensch, Uwe, das sieht ja auch alles lecker aus hier. Das ist ja mal mehr als nur Nudeln, wa? Was ist denn das Helle hier? Das sieht ja aus hier, weißt du, wie weiße Schokolade. Na, wirst du mal. Riecht gut. Mensch, André, du brauchst ja jedes Stück, wa? Ja, ich brauche jedes Stück. Weil hier, ich krieg nur Ärger. Problem. Dann kommst du ja nie in den Genuss, mal das zu kosten, was hier von dir vorbereitet wird. Nee, mir läuft auch manchmal echt bei bestimmten Sachen auch, da würde ich auch gern naschen, aber ich darf leider nicht. Du bist ja nun schon eine ganze Weile dabei, nicht? Also Ausbildung habe ich hier mit 2007 und 8 Jahre bin ich hier in der Abteilung drin. Okay, ist eine tolle Entwicklung und macht das immer noch Spaß? Jo. Und du hast auch ein bisschen Abwechslung dabei, oder? Ja, habe ich genug. Ich habe hier meine Kollegen, die mal Hilfe brauchen, wenn jetzt mal einer mal kurz weg muss. Teamarbeit scheint in der Logistik besonders wichtig zu sein. Konnte auch Aushilfe Peter hier richtig performen? Ja, er war schon in Ordnung, nur das mit der Kasterei, das war nicht so gut. Weil wir brauchen ja jedes Stück, jede Nudel und so. Mensch, André, das ist ja eine tolle Sache eigentlich. Ah, es ist ja furchtbar kalt bei euch hier. Ein bisschen Wintersport ist ja okay, aber das kann auch manchmal ein bisschen zu viel sein. Gibt es noch wärmere Orte hier? Ja, wir haben eine Küche hier. Und das sind die Tropen, oder wie? Das sind die Tropen aus der Sahara. Rüber. Danke dir, André. Ja? Bitte. So heiß wie die Sahara? Das will Frostbeule Peter überprüfen. Deshalb raus aus den Wintersachen und rein in die heiße Großküche. Allerdings gehört die nicht zu NBW, sondern zu Nobis. Sofort macht sich der Journalist an die Arbeit. Ach Peter, dich kann man keine 10 Sekunden alleine lassen. Robi, das sieht ja schon richtig lecker aus. Ja, das ist, aber hallo, mein Freund. Ich nasch so gerne. Ja, das glaube ich dir. Aber wir haben hier für jedes Gericht einen Löffel. Wenn du ein neues Gericht nimmst, nimmst du einen neuen Löffel. Legst das an die Seite. So machen wir das hier. Ja. Weil du ja hier einfach naschen oder das oder jenes, habe ich erstmal für dich ein paar Zwiebeln heute. Oh, also Zwiebelschneiden ist doch traurig. Nein, ist nicht traurig, aber wie gesagt, du musst ja erstmal das Harte in der Küche lernen und dann kommt das Weiche. Ob der knallharte Journalist hier ein paar Tränchen verdrücken wird? Also ich mache das immer so, dass ich hier die einschneide. Du kannst in Scheiben schneiden oder du kannst mit Würfeln. Weil bei uns ist ja eine große Produktion. Zu Hause macht man das vielleicht so, aber... Hier macht man es anders, zeig mir das mal. Du brauchst einfach nur so, hältst dir denn, das weiß der. Und dann immer abs. Ja, abs, ist klar. Abs, sag mal, Romy, wie gefällt dir das eigentlich in der Küche? Ja, naja, die Küche, was soll ich sagen, Stress ist, aber jeder Beruf hat seine guten und seine schlechten Seiten. Ich koche für mein Leben gerne. Wie viele Portionen? Na, zurzeit sind so 1600, 1700. Oh, das ist beachtlich. Ja. Das ist schon ein bisschen anders als zu Hause, glaube ich. Ja, genau. Kann Naschkatze Peter diesmal der Verlockung widerstehen? Oh, Peter, das geht aber nicht. Du kannst doch nicht einfach alles ankosten hier
Dinge und dann wieder dahin schmeißen. Aber weißt du, ich nasche so gern. Ja, das glaube ich dir. Ja. Sieht man's. Er wollte gleich mit der Hände im Kochtopf, das geht alles nicht. Also wir haben Hygienemaßnahmen. Darf auch ein bisschen was runterfallen? Und was, er ist ein bisschen vorlaut. Also er will besser wissen, aber er kann das eben halt noch nicht. Er muss das ja erst mal lernen. Lernen? Peter ist doch hier, um als Top-Journalist heimlich zu recherchieren. Omi, es ist ganz schön heiß hier bei euch, ja, in der Küche. Ja, das stimmt. Das ist hier, also ist nicht ganz so mein Ding mit der Hitze. Hast du nicht noch was ein bisschen kühler ist? Naja, ich könnte dir in der Hauswirtschaft noch was anbieten. Das ist vielleicht eine Alternative, da ist es nicht das so warm. Das hört sich gut an. Ja, und da hat man ja so ein bisschen Zimmertemperaturen, weißt du? Ja. Und dann würde ich mal darüber schauen, ja? Okay, ja? Peter, alles danke Gute dir, ja? Wünsche ich dir. Tschüss, Romy. Der neugierige Peter hat schon viel über den abwechslungsreichen Alltag in der NBW und bei Nobis erfahren. Bis jetzt scheint allen die Arbeit zu gefallen. Auf Peters nächster Station wird es reinlich. Ob unser Journalist da wirklich helfen kann? Also ist doch ganz anders als zu Hause, wenn wir mal in die Küche wischen. Hi, ich bin der Marcel. Ich bin der Peter. Grüß dich. Du bist die Höchste in der Hauswirtschaft. Hauswirtschaft? Das klingt ja unwahrscheinlich interessant. Du, wollen wir uns das nicht mal angucken? Ja, können wir gerne mal angucken, ja. Zeig's mir? Ja, zeig ich ihm. Natürlich wird Peter erstmal zum Putzen verdonnert. Unter der strengen Aufsicht seines Chefs gibt Peter sein Bestes. Bloß nicht auffliegen. Weiter geht's Richtung Teeküche. Hier will Marcel den Umgang seines Praktikanten mit Abfall testen. Ja, ich mach den Müll einfach mal rein, wisst ihr? Nein, das ist leider ein bisschen falsch. Was ist denn falsch schon wieder? Das ist falsch, es muss leider ein bisschen getrennt sein, die ganze Müllset. Ach Mensch. Leider falsch. Ja, das dauert doch aber viel Spaß. Zu lange. Das muss getrennt werden. Das muss getrennt werden? Das muss getrennt werden. Hier ist ja eine Strinne. So, hab ich ja alles, ne? Nee? Nein, Sie haben es falsch gemacht. Ja, ich sag mal, unsere Umwelt wollen wir ja auch sauber haben. Richtig. Meistens. Und da muss alles da sein, wo es sauber sein soll, wissen, wo es hingehört, ne? So, dann gebe ich sie höchstens ihr Lappen müssen zum Fensterputzen. Ah ja. Das war meistens, sag ich mal, so höchstens, hat er manchmal gut gemacht, aber manchmal hat er meist auch Menge Fehler gemacht. Was ich meistens nicht so gut fand, meistens mit dem Müll. So Marcel, Fenster habe ich geputzt. Ich hoffe, dass es einigermaßen sauber geworden ist. Was soll ich denn jetzt machen? Na, höchstens müssen Sie jetzt noch mal weiter putzen und höchstens den Wagen da mitnehmen und alleine arbeiten. Okay. Erstmal. Gut, machen wir. Nächster Stopp, Berlin-Hellersdorf. Ob sich hier vielleicht ein unzufriedener Mitarbeiter finden lässt? Der als Putzkraft verkleidete Top-Journalist will es herausfinden. Doch lange unbeobachtet bleibt er nicht. Bin ich denn hier los? Was machst du mit dem Holz eigentlich hier? Wir produzieren hier Batteriekisten und Füße für Säge und Kundenaufträge. Kannst du mir mal zeigen, an was ihr so arbeitet? Ja. Gut, schauen wir uns mal an. Das ist der Leim, mit dem ihr das macht? Hm. Oh, riecht aber nicht gut. Und hier werden die dann zusammengetackert. Tackern hier mit den Nadeln, ja? Hier. Mit dem hier. Ach, Luftdruck. Mit Luftdrucktacker. Ich liebe ja mehr die Natur, weißt du. Und den Holz, wenn es unbelastet ist, dann riecht das ja auch ganz toll. Wo kann man denn eigentlich an die frische Luft bei euch mal gehen? Drüben in der Botanik. Ach ja, das ist eine tolle Idee. Dann werde ich mal rübergehen zur Botanik. Ich muss nur noch ein bisschen säubern und dann gehe ich rüber. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wahnsinn. Die NBW muss ja ein riesiges Unternehmen sein. Sogar ein eigener Park wird von den Frauen und Männern bewirtschaftet. Peter ist baff und packt gleich mit an. Oder versucht es zumindest.
Hallo, ich habe gehört, das ist die Wäscherei hier. Ich habe mich ganz schön schmutzig gemacht draußen. Können wir da irgendwas machen? Kriegen wir das wieder sauber? Ja, wir würden gerne den T-Shirts waschen, wenn Sie uns ein bisschen mithelfen würden. Was soll ich denn tun? Sortiert T-Shirts, Latzhosen, Bundhosen extra. Na ja, dann schaue ich mal, ob ich das so hinbekomme. Ja, so, ich habe fertig. Heidi, da sind, guck mal. Das stimmt aber hier nicht, das gefällt mir hier nicht. Was stimmt denn da nicht? Wäsche ist doch Wäsche. Nein, die werden alle an das Programm waschen. Aha. So, Heidi, was kann ich noch machen? Also, Sie können hier die Taschen noch mal nachkontrollieren in die Hosen, ob da nichts drin ist. Gut, das mache ich. Oh, das ist schon mal leer. Das ist gut. Also, einstellen würde ich, da muss ich aber ganz viel Kontrolle machen und dabei sein und so und viel hinter ihm sein. Aber ansonsten, er kann ja lernen. Noch nie ist einer vom ein Stern vom Himmel gefallen. Hier hast du dein T-Shirt, den hast du dir verdient. Danke für deine Hilfe. Oh, das ist ja ein richtig schönes, sauberes T-Shirt, Heidi. Herzlichen Dank. Guck mal, dann kann ich das Dreck hier gleich in der Wäscherei lassen und ihr kriegt das hoffentlich wieder sauber und ich bin wieder der schicke Peter mit einem tollen, sauberen T-Shirt. Und schönen Dank nochmal, Heidi. Ja? Bitte schön. Der Starjournalist hat den Stadtteil gewechselt und ermittelt nun in Kreuzberg. Ein magischer Ort voller Überraschungen. Wenigstens hier sollte es doch etwas aufzudecken geben. Doch Peter ist von den vielen Kunstwerken total abgelenkt. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Herzlich willkommen, ich bin Denise. Ich bin der Peter, hallo. Sie sind in der Theater-Tinkwa-Werkstatt. Das ist ja ein tolles Refugium hier, ganz, ganz viele schöne Dinge. Ja. Das haben die alles selber gemacht, oder? Ja. Wir haben hier auch tolle Gruppenleiter, dass sie uns dabei geholfen haben, diese Sachen zu machen. Peter kommt sich vor wie in einem Museum voller hübscher Gegenstände. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß, Denise? Mit dem Ton zu arbeiten. Das ist so dein Refugium, ja? Davor habe ich mit Zeichnung gearbeitet und dann von Zeichnung durch bin ich zum Ton gegangen. Und Ton macht mir extrem total Spaß. Soll ich dir zeigen, wo wir mit dem Ton arbeiten? Das würde mich sehr interessieren. Ja, bitteschön. Konstantin, was machst du denn gerade? Ich mache gerade einen Käfer. Oh, der liegt ja auf dem Rücken. Genau. Total schön. Weiter geht's durch die Gänge des Tikva. Hier soll es doch auch ein Theater geben. Kohle aus dem Tresor. Das ist hier noch nichts. Ich will Kohle spielen. Und du mach die Hände hoch, sag ich. Diese engagierten SchauspielerInnen bringen Peter auf eine Idee. Denn zum Nobis-Unternehmen gehört sogar ein eigener Supermarkt mit einem riesigen Sortiment. Hallo, ich bin der Peter und möchte gerne ein paar Geschenke kaufen für Freunde vom Theater. Und vielleicht hast du da mal so einen Tipp. Ich wollte ganz gerne zur Käsetheke. Vielleicht kannst du die mir mal zeigen. Okay, können wir machen. Richtig schöner Camembert. Guck mal, da werden sich doch bestimmt freuen. Ja, ich glaube ich eher nicht. Nein? Nee. Warum nicht? Ich finde Camembert gut. Ich auch, aber für ein Geschenk vielleicht hast du ja nicht ganz Unrecht. Ganz viel zu entdecken bei euch. Ja. Oh, Klopapier habt ihr ja auch da. Mensch, Klopapier wäre ja auch toll. Guck mal hier, Mensch, da sind 8 Dinger drin. Ja, aber ihr könnt mal 8 Schauspieler beschenken. Na, ja. Dann lieber Pralinen. Lieber Pralinen? Ja. Meinst du die Naschen? Ja. Das sieht doch gut aus hier. Ja. Guck mal. Herzensmensch, nicht? Ja, ich sag mal, auch die Theaterleute machen es ja mit Herz dabei. Deshalb, ja. Noch nie wurde Journalist Peter in einem Supermarkt derart gut beraten. Hoffentlich sind die Pralinen nicht allzu teuer. Seine eigentliche Recherche hat Peter schon lange ad acta gelegt. Ob zum Ensemble auch eine hübsche Schauspielerin gehört? Schließlich möchte man so leckere Pralinen doch nicht alleine essen. Ja, alles rein. Ja,
Super. Hast du alles? Habe ich alles fest. Ich habe alles. Okay. Los, hol von hinten. Wo ist die Kohle? Ich sehe die Siegtresor. Ja, wunderbar. Hierher. Das ist doch nicht zu wenig. Noch mehr. Er ist schuld. Er hat dann die Schießstab begangen. Wirklich. Er hat die Schießstab. Ich bin unschuldig. Große Klasse, das hat mir sehr gefallen. Ein tolles Stück. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnt ihr ein bisschen Nervennahrung gebrauchen für die Proben. Und ich denke mal, ich übergebe dir die Pralinen und du teilst sie mit eurem Schauspielteam. Dankeschön. Super, freut uns. Dann tschüss. Diese Herzenswärme, die dort rüberkommt, die Begeisterung, die sind mehr als hochmotiviert, die sind einfach dabei. Und die sind mit Herzen dabei und die sind mit Seele dabei. Und das merkt man an jedem Arbeitsplatz, den ich hier besuchen konnte. Meine Vorurteile, die ich am Anfang hatte, die sind völlig dahin, denn ich habe eine sehr, sehr schöne Erfahrung hier machen können. Ein Journalist undercover. Aufgedeckt hat Peter, dass die NBW und Nobis tatsächlich so vielfältig sind, wie im Internet behauptet. Dies liegt vor allem an den tollen Beschäftigten und MitarbeiterInnen, die seit so vielen Jahren ganz tolle Arbeit leisten. Euch allen herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.